In der Silvesternacht fassen viele Leute gute Vorsätze für das neue Jahr. Während es bei manchen nur Schnapsideen sind, die noch nicht mal den Neujahrsmorgen überdauern, machen andere Nägel mit Köpfen. Beim Pöhler Triathlon war pünktlich zum Jahreswechsel Anmeldestart. Und nun raten Sie mal, wann sich die ersten Starter in die Listen eingetragen haben. Es ist noch eine Weile hin, bis der Pöhler Triathlon wieder losgeht. Es ist eine Sommerveranstaltung, aber so lange wollten einige ihre guten Vorsätze für 2019 nicht in der Schublade liegen lassen und haben offenbar noch während der Silvesterparty das Handy gezückt. Also, wir haben wie jedes Jahr 0 Uhr am 1.1. 0 Uhr unsere Anmeldung für den Pöhler Triathlon freigeschalten. Und es hat sich, weiß Gott, schon 0.30 Uhr, circa 0.30 Uhr, der erste oder die erste Frau für den Triathlon angemeldet. Wo andere feiern und Party machen, denken schon einige an den kommenden Triathlon an der Teutschbacher Pöhle. Und das war nicht die einzige Anmeldung, die noch in der Silvesternacht hereinkam. Auch in den Folgetagen haben sich noch weitere Triathleten für die Teilnahme angemeldet. Bis zum Stand von gestern Abend haben sich dann schon ungefähr 10 Sportler angemeldet. Da freuen wir uns natürlich drüber und es ist auch, sag ich mal, wichtig, sich rechtzeitig anzumelden. Erstens wird es preiswerter sein, wenn man sich zeitig anmeldet, je später, umso teurer wird es. Das Startgeld ist gestaffelt. Und dann hatten wir auch die Jahre zuvor schon, dass die Voranmeldung vorzeitig geschlossen werden musste, weil das Starterlimit erreicht wurde. Um den Pöhler Triathlon ausrichten zu können, sind um die 100 Helfer nötig. Einer davon, Jörg Band, bekam sogar den Ehrentitel Edelhelfer verliehen. Um dieses inoffizielle Prädikat verliehen zu bekommen, muss man natürlich schon lange mit dabei sein. Ja, also der Jörg Schwert ist ein sehr guter Freund von mir. Wir gehen enorm viel klettern zusammen und er hat mich dann eines Tages mal gefragt, weil ja immer sehr viele Leute gebraucht werden beim Pöhler Triathlon zum Helfen. Und da habe ich einfach gesagt, okay, lass uns das probieren, ich bin dabei. Und bin nun seit 10 Jahren beim Pöhler Triathlon dabei als Edelhelfer, wie gesagt. Weitere Helfer sind beim Pöhler Triathlon natürlich immer gern gesehen. Den Titel Edelhelfer muss man sich natürlich erst verdienen. Informationen und natürlich die Möglichkeit zur Anmeldung bietet die Internetseite des Pöhler Triathlons.